Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von LIB TV und ich freue mich sehr. Wir haben nämlich, wie ihr neben mir seht, unsere erste norwegische Spielerin. Und für sie ist es aber auch die erste Saison, die sie spielt im Ausland. So, Emilie Olimstad, so ist nämlich der Name von unserer neuen Nummer 9. For you, it's the first season in another country, in Germany now. What's about the first weeks, the first days, the first trainings? The first week I arrived in Germany, it was tough to leave the family. But after some weeks here, I really like the country. I really like the trainings, all the girls. Also sie sagt, dass die erste Woche war schwierig für sie, weil einfach die Heimat und die Familie zu verlassen ist halt dann so ein bisschen mit Heimweh verbunden. Aber dann ging's und sie fühlt sich sehr wohl im Land, in der Stadt und vor allem im Team. What's the biggest difference between the trainings, the training level in your home country and here in Germany in the first league? There is much higher level on the practices here. I am used to practicing a lot from my previous club or school, so this is not so different for me, but still the level is much higher here and this is what I really appreciate when I went here. Okay, also sie hat ähnlich viel trainiert in ihrer früheren Mannschaft, aber das Level ist einfach hier deutlich höher. Aber sie liebt es, weil genau deshalb hat sie den Wechsel auch gemacht, um sich einfach zu verbessern. What's about Saskia? What's about the trainer stuff with Bart and the guys around Saskia? Do you like them? Yes, I really like how Saskia is running the practices and how her training philosophy is. I think she's used to practice with young athletes, so I really appreciate to have her and Bart now in my first year abroad. Also sie liebt genau das, so wie Saskia und Bart das Training gestalten. Es ist genau für sie richtig. Als junge Spielerin fühlt sie sich in der Art des Trainings und in dem Ablauf sehr, sehr wohl. Zuletzt möchten wir mal hören, wie sich denn Norwegisch anhört. Und ich möchte Sie jetzt bitten, euch Fans aufzufordern, in die Halle zu kommen. At least you can say in your language, greet to our fans and you will welcome them to the first or the second home game. Ja, jeg håper at alle fansa våre kan komme på kampen og vår første kamp og heie oss fram til seier, første hjemmekamp i Aachen. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich freut, wenn ihr alle kommt. Wir danken euch fürs Zusehen und freuen uns wirklich auf euren Besuch. Bye, bye.